Name ist Franziska Feldmann, ich bin 30 Jahre jung und habe vor 5 Jahren die Ausbildung zur Altenpflegefachkraft abgeschlossen. Ja, mein Leben war nicht immer ganz so gerade und ich wollte natürlich immer was mit Menschen machen, so wie jedes Mädchen, irgendwie von klein auf. Kindergarten war dann nicht so was für mich, Arzthelferin war mir irgendwie auch zu langweilig und dadurch, dass ich meine Großeltern mit zu Hause hatte, war ganz klar, ältere Menschen, das ist das, was mich ein bisschen interessiert und da werde ich einfach mal reingucken. Ich habe dann erst 2 Jahre die Pflegeassistentenausbildung genossen, wo ich schon verschiedene Betriebe kennenlernen durfte, wie Betreuung, Altenheime, ambulante Pflegedienste. Und nach den 2 Jahren war mir eigentlich ganz klar, Altenpflege, das ist voll mein Ding. Und das ist der Job, wo ich auch aufgehen kann und wo ich auch später andere Möglichkeiten habe, das zu machen. Während meiner Ausbildungszeit von 3 Jahren habe ich natürlich die verschiedensten Erfahrungen gesammelt in den verschiedensten Bereichen. Und es war ganz klar, jede Erfahrung, die ich hatte, hatte seinen Nutzen. Und ich bin jetzt froh, eine Ausbildung genießen zu dürfen, die 3 Jahre lang war. Ich habe in 2 Betrieben meine Ausbildung gestartet, die ersten 1,5 Jahre bei einem Ausbildungsbetrieb und habe dann während meiner Ausbildung noch den Ausbildungsbetrieb gewechselt. War gar kein Problem von der Schule aus und von meinen Betrieben her. Und ich bin immer noch an dem Betrieb, wo ich jetzt ausgelernt habe, noch immer am Arbeiten und macht mir sehr weiterhin noch Spaß. Mein jetziger Job macht mir Spaß, die Arbeit mit Menschen. Ich sehe einen Fortschritt an Menschen, ich aktiviere sie. Sie befüllen mich ein bisschen mit Freude und ich habe ein super Team um mich herum, was mich in jeder Lage unterstützt und eine super Geschäftsführung. Als Altenpflegefachkraft hat man fast unendlich viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ich habe direkt nach meiner Ausbildung eine Weiterbildung zur Palliativcare-Kraft gemacht. Das ist eine Fortbildung, wo man später ganz oft mit sterbenden Leuten arbeitet. Ist eine kurze Fortbildung vom halben Jahr. Und kurz darauf habe ich die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung gemacht. Die ist ein bisschen aufwendiger. Benötigt auch noch mal ein gewisses Know-how an Fachwissen. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.